Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde, Freundinnen, Fans von abginfo.de. Ja, nun sitze ich hier bei fast sommerlichem Wetter in meiner kleinen, aber feinen Büroecke, genieße das Vogelgezwitscher. Kuckuck, Kuckuck. Ja, hier sitzt der größte Vogel auf dem, ja, Bürostuhl. Neben mir ein Käffchen, was ich jetzt so nebenbei genießen werde, während ich diesen Podcast bzw. diese Sendung aufzeichne. Ja, diese Woche wieder aktuelle Infos, Veranstaltungstipps, News aus Altenburg und dem Altenburger Land. Und ihr wisst, wo ihr seid, bei ABG Info on Air, der Podcast-Show von abginfo.de. Wissen, was abgeht. It's the summer highlight. Heute nun kommen wir zur dritten Show von ABG Info on Air. Und zwar mit den aktuellen Informationen, Nachrichten und Veranstaltungstipps für die Woche vom 9. bis 15. Mai 2016. Die letzten Shows könnt ihr, wie immer, ganz einfach auf abginfo.de unter dem Menüpunkt ABG Info on Air anhören und dort auch die Shownotizen durchlesen. Zu jeder Show könnt ihr auch Kommentare hinterlassen. Ihr wollt ABG Info on Air auch unterwegs hören, das ist ab jetzt auch kein Problem mehr. Wir sind gelistet bei iTunes, Stitcher sowie podcaster.de. Ja, und ihr könnt unsere Show abonnieren. Wir freuen uns drauf. Nun aber zum wirklich wichtigen Inhalt dieser ABG Info on Air Sendung. Und zwar erstmal einen Schluck Kaffee nehmen hier. Jetzt ausgesuchte aktuelle Nachrichten und Infos aus Altenburg von dieser Woche. Die Teichstraße war mal wieder für einen Tag gesperrt. Das haben sicherlich viele von euch gemerkt. Ich am meisten, da ich hier gleich wohne und Büro habe. Ja, und dies wird wohl nicht das letzte Mal gewesen sein. Aber man merkt, es geht wirklich merklich voran mit der Baustelle der AWG. Also, es war schon interessant, das zu sehen, von Abriss über Baugrunduntersuchung bis Neubau. Ich will jetzt nicht abschweifen. Ebenfalls gesperrt ist immer noch der Franzosengraben bis Juli dieses Jahres. Hier wird eine neue Trinkwasserleitung verlegt und die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Altenburg bittet alle Verkehrsteilnehmer daher um Kenntnisnahme und Verständnis. Ja, das habe ich hiermit übermittelt. Gut, weiter geht's. Ein kleiner Frosch im Hals. Ja, falls ich ein bisschen dumpf klinge, ich habe mal wieder eine kleine Pollenallergie. Weiß jetzt nicht, was draußen rumfliegt. Haselnuss, Birke oder auch Pappel. Vielleicht auch alles zusammen. Also nicht wundern, wenn ich ein bisschen durch die Nase spreche. Das gibt sich dann in den nächsten 2, 3 Shows, denke ich mal. Gut, weiter zu den Nachrichten aus Altenburg. Aufgespielt, hieß es im Schloss. Und zwar unter dem Motto: Aufgespielt, großes Theater auf kleinen Karten. Im Rahmen der Thüringer Schlössertage, an denen man sich in diesem Jahr zu einem Rendezvous der Künste verabredet, wartet das Schlossmuseum mit großen Dichtern und Komponisten musikalischer und tänzerischer Unterhaltung sowie moderner Popkultur auf. Und all das in Form von Spielkarten. Der Museumsmitarbeiter Florian Voss erklärt: Wir zeigen mit zum Teil seltenen, fein gestalteten und kuriosen modernen Exponaten, wie vielfach und auf unterschiedlichste Weise Spielkarten dem Motto aufgespielt folgen. Ja, und zwar trifft man dann auf große Komponisten wie Wagner oder Strauss in einer Opernkarte oder auf Shakespeare, Goethe und Co. im literarischen Quartett. Klassisches und beliebtes Thema scheint hier auch die Vogelhochzeit zu sein, die sich in einigen Varianten findet. Ja, die Vögel wollen Hochzeit machen, fidi fidi fidila, naja, oder so. Wer es moderner mag, trifft sich mit Elvis zum Pokerspiel oder der Queen of Pop, Madonna, auf eine Runde Skat. Außergewöhnlich, weil sehr selten und auf eine Auflage von nur 9.999 Stück limitiert, ist das Schweizer Rome von Giraud de Boulanger. Jede Menge großes Theater also auf dem Schloss, was sich auf dem seit dem 14. Jahrhundert auch in Europa verbreiteten Spielzeug findet. Außerdem wurden diesmal auch verschiedene audiovisuelle Medienstationen in die Ausstellung integriert. So erlebt der Besucher tatsächlich mit allen Sinnen dieses Rendezvous der Künste. Ja, scheint eigentlich eine
ganz interessante und gute Sonderausstellung auf dem Schloss in Altenburg zu sein. Ja, ich würde sagen, besucht's einfach mal. Ist bestimmt mal was ganz anderes. Okay, weiter geht's. Und da kommen wir schon zu einem nicht zu weniger schönen Thema. Und zwar, diese Mitteilung erreichte uns vom Veranstalter am 9.05.2016. Und zwar handelt es sich um den Veranstalter vom Flugplatz in Flammen. In der Nacht vom 7.05. auf den 8.05. beziehungsweise in den Morgenstunden des 8.05. wurden Werbebanner für die Veranstaltung Flugplatz in Flammen zerschnitten und zerstört. Diese Werbebanner waren aufgestellt in Lehndorf, Obi und Schaschelwitz. Eine Anzeige hat der Veranstalter bei der Polizei erstattet und wir wurden gebeten, dies zu veröffentlichen und euch zu informieren. Also, wer Hinweise oder Infos zu den Tätern hat, die im Zusammenhang mit dieser Tat stehen, sollte sich bitte bei dem Veranstalter melden, bei der Polizei, oder kann sich auch mit uns in Verbindung setzen, einfach eine Mail schicken, wir leiten es dann weiter. Oh, und gestern erst hatten wir ein neues Angebot testen dürfen. Und zwar, jetzt geht's los, also es war ganz interessant, es geht um Segway. Seit dieser Woche gibt es auch ein neues Angebot für Unternehmungslustige in der Stadt. Ja, wer in Altenburg und Umgebung etwas Ungewöhnliches unternehmen möchte, wird sich für ein neues Angebot interessieren. Erstmals am 24. Mai können sowohl Einheimische als auch Besucher die Stadt per Segway erkunden. Segways sind Elektromobile, auf denen man stehend halt durch die Stadt oder das Land rollt, je nachdem. Und mit diesen Elektromobilen hält ein cooler Trend in Altenburg Einzug. Es wurde auch langsam Zeit, andere Städte, habe ich bei Facebook gelesen, haben das sogar schon. Ja, und dieser Trend dürfte sicherlich nicht nur jüngere Leute ansprechen, sondern wir haben erfahren, dass nach oben keine Altersgrenze besteht. Ja, klingt ganz interessant. Es wurde zum Beispiel uns mitgeteilt, dass eine Oma mit 88 Jahren die Segways auch nutzt. Ja, Respekt. Ja, und mit dem Dienstleistungskonto Zwickau, der dort seit Jahren die Segway-Touren offeriert, wurde ein geeigneter privater Partner für Altenburg gefunden. Als Ausgangspunkt für die öffentlichen Segway-Touren wurde der beschrankte Parkplatz am kleinen Teich auserkoren. Also von dort starten dann immer die Touren. Gehen um den großen Teich rum, hoch zum Bismarckturm, dann runter zum Märchenbrunnen, wieder zurück vor zum Kino, dann über den Marktplatz Richtung Kanalstraße, Lindenau Museum, Schlosspark, dann Schlosshof und dann alte Post, neue Post hinten durch, wieder zum kleinen Teich. Was gibt's noch zu erzählen? An einer Tour müssen mindestens 4 Personen teilnehmen. Die Tour dauert 2,5 Stunden. Ein Getränk ist gratis dabei. Der Preis pro Teilnehmer beträgt 54 Euro. Neben dem ersten Termin, der wie erwähnt am 24. Mai stattfindet, wurden zunächst 3 weitere festgelegt. Am 8. Juni, am 16. Juni und am 24. Juni. Beginn ist dann jeweils 17 Uhr. Und Startpunkt nochmal für alle jetzt, der Parkplatz am kleinen Teich. Um Voranmeldung wird gebeten, die Telefonnummer findet ihr dann in den Shownotizen. Den Link zu den Shownotizen erhaltet ihr dann am Ende dieser Sendung. Ja, alles klar. Weiter geht's mit einer noch sehr schönen, aktuellen und erfreulichen Meldung. Und zwar, viele von euch kennen sicherlich Polycat. Einige von euren Kindern sind mit Polycat sozusagen im Kindergarten oder in der Grundschule schon in Berührung gekommen. Und ja, der Steffen Gründel, ehemaliger Polizist, wurde jetzt geehrt mit der Verdienstmedaille. Am Dienstag dieser Woche überreichte Thürings Ministerpräsident Bodo Ramelow im Auftrag des Bundespräsidenten Joachim Gauck den Bundesverdienstorden an Steffen Gründel. Der Altenburger Ex-Polizist wurde damit für sein außerordentliches Engagement gegen Kindesmissbrauch geehrt. Steffen Gründel entwickelt das sogenannte Polycat-Projekt, das dem Ziel diente, Jungen und Mädchen in spielerischer Weise über das richtige Verhalten gegenüber Fremden aufzuklären. Ja, und das ist doch eigentlich eine tolle Sache. Ja, und da wir den Steffen Gründel auch persönlich kennen, alles Gute Steffen, auch von abginfo.de. Es freut uns. Das waren jetzt die aktuellen Nachrichten, die wir für euch zusammengefasst haben aus Altenburg. Jetzt kommen wir zum Altenburger Land. Und ja, wie soll es auch anders sein? Wir haben für euch jetzt eine AOK-Veranstaltung in Altenburg zur guten Kommunikation in der Partnerschaft. Eine gute Kommunikation in der Partnerschaft ist der Schlüssel
für eine funktionierende Beziehung. Gelingt dies nicht, scheitern Paare oftmals. Betroffen sind dann meist auch die Kinder und das soziale Umfeld. Um dem entgegenzuwirken, ist es wichtig, Belastendes und Kritisches zu besprechen und gemeinsam Lösungen zu finden. Die Veranstaltung der AOK Plus findet am Mittwoch, dem 18. Mai von 16 bis 18 Uhr im Altenburger Familienzentrum in der Brüdergasse 11 statt. Die Teilnahme ist für alle Interessierten unabhängig der Krankenkassenzugehörigkeit kostenfrei. Während der Veranstaltung besteht die Möglichkeit der Kinderbetreuung. Anmeldung nimmt ab sofort Sandra Heine kostenfrei unter 0800 10 590 848 15 entgegen. Die Telefonnummer steht auch nochmal unter den Shownotizen. Den Link dazu bekommt ihr am Ende der Sendung. Oder geht einfach auf abg-info.de und dann im Menü auf abg-info on air. Weiter geht's. Und zwar die Sporthalle der Grund- und Regelschule Wirratal wurde feierlich eingeweiht. Nach nur 18 Monaten Bauzeit konnte der Landkreis Altenburger Land als Bauherr eine funkelnagelneue Schulsporthalle übergeben. Und wie es sich gehört, wurde die Halle sodann auch im Beisein vieler Kommunalpolitiker, der Planer und Bauleute mit einem flotten sportlichen Programm der Schülerinnen und Schüler stimmungsvoll eingeweiht. Damit endet für die Schüler und Lehrer eine über ein Jahrzehnt andauernde Odyssee, denn weil die alte und sehr kleine Sporthalle den Schulsportanforderungen dieser Bundesrepublik schon lange nicht mehr entsprach, sich der bautechnische Zustand auch immer weiter verschlechterte, dem Landkreis aber auch das Geld zum zeitnahen Bau einer neuen Sporthalle fehlte, pendelten die Kinder und Jugendlichen seit 2004 mit dem Bus zum Sportunterricht in die Sporthalle nach Ziegelheim. Ja, der Ersatzneubau kostete rund 2,6 Millionen Euro, den der Freistaat Thüringen mit 540.000 Euro förderte und an dem sich auch die Gemeinde mit 276.000 Euro beteiligte. Langleuba-Niederheim verfügt nunmehr über eine hochmoderne Sporthalle, die den Anforderungen des Schulsports, aber auch des Vereinssports voll gerecht wird. Das Gebäude ist komplett barrierefrei ausgelegt. Im Sozialbereich der Halle stehen den Schülern und Sportlern Umkleidebereiche mit Wasch- und Duschräumen sowie Toiletten zur Verfügung. Die Sport- und Spielfläche ist 660 Quadratmeter groß und verfügt über die klassischen Markierungen für verschiedene Sportarten wie zum Beispiel Handball, Basketball, Volleyball und Radball. Nun kommen wir aber mal zu einem leidlichen Thema, was viele wohl interessiert, aber auch vielen aus dem Hals hängt. Es geht um Migranten, also sogenannte Flüchtlinge im Altenburger Land. Und das Landratsamt informiert wie folgt. Für unsere Frau Seuger steht die Integration der Flüchtlinge derzeit im Mittelpunkt. Mit Stand vom Ende April 2016 leben im Landkreis 1287 Asylbewerber. Niemand weiß, wie sich die Zahl künftig entwickeln wird und dies ist im Moment auch nicht vorhersehbar. Dadurch, dass die Balkanroute aktuell als geschlossen gilt, erreichen angeblich kaum noch Flüchtlinge das Altenburger Land. Während der vergangenen 4 Wochen mussten lediglich 17 Asylbewerber untergebracht werden, wobei wir als Redaktion in Erfahrung gebracht haben, dass in den letzten 2 Wochen, also Anfang Mai, jeweils mittwochs Busse in die Eschenstraße nach Südost gefahren sind und dort neue sogenannte Flüchtlinge bzw. Asylbewerber gebracht hat. Ja, und das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Im Fachdienst Flüchtlinge Aussiedler werden auch für diese Zwecke mittlerweile 8 Sozialarbeiter beschäftigt, 4 in Altenburg Nord, 2 in Schmölln und 2 arbeiten vom Landratsamt aus. Dass Asylanträge künftig schneller bearbeitet werden können, dafür soll das sogenannte Heidelberger Modell sorgen. Kernstück für dieses Modell ist eine Einteilung der Asylsuchenden vor der Antragstellung in 4 Gruppen. Kriterien sind dabei das Herkunftsland, Gruppe A Schutzquote, Herkunftsland weniger als 50% und Gruppe B sicheres Herkunftsland Westbalkan, die zu erwartende Komplexität des Verfahrens, Gruppe C komplexe Fälle oder die Reiseroute Gruppe D Prüfung nach den Dublin-Verfahren. Für uns hier im Altenburger Land greift die Thüringer Flüchtlingsverteilungsordnung, nach der das Altenburger Land 4,3% aller im Freistaat ankommenden Flüchtlinge aufnehmen muss. Einen Schlüssel für die Verteilung im Landkreisgebiet gibt es nicht. Um die Unterbringung zu gewährleisten, hatte die Verwaltung bisher ausschließlich auf kommunale Wohnungen gesetzt. In der Stadt Altenburg beträgt der Wohnungsleerstand 15%, wobei man sagen muss, das ist jetzt wieder eine Anmerkung von uns hier, die 15% scheint es schon gar nicht mehr zu geben. Also wenn man 15% meint, dann meint man sicherlich auch die kaputten, unsanierten Häuser hier und die alte Bausubstanz und die möchte man doch
denke ich mal, nicht wirklich vollstopfen, ne? Ein großes Problem stellen aktuell die immensen Vorhaltekosten der Wohnung dar, also Mietkosten für Wohnungen, die momentan nicht benötigt werden. Die Verwaltung verfügt über 423 Unterkünfte mit insgesamt 2045 Plätzen. Ja, und um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein, ist die Verwaltung auf der Suche nach einer weiteren Gemeinschaftsunterkunft, denn dort ist es einfacher, die Menschen zu betreuen und auf das Leben in Deutschland vorzubereiten. Wobei ich mich hier wirklich frage, wenn es Flüchtlinge sind, bedeutet das ja nicht, dass sie unbedingt integriert und für ein zukünftiges Leben hier vorbereitet werden sollten. Denn wenn dort in ihrem Land der Krieg vorbei ist, endet auch der Flüchtlingsstatus, ne? Ja, jetzt nochmal zurück zu der Gemeinschaftsunterkunft. Momentan fehlt dazu noch das Okay vom Landesverwaltungsamt. Eine Sanierung, ein Kauf oder ein Umbau pauschal mit 7.500 Euro pro Unterbringungsplatz zu fördern. In Schmölln steht die bislang einzige Gemeinschaftsunterkunft im Landkreis, die verfügt über 105 Plätze. Angedacht ist natürlich eine in Altenburg und das werden dann sicherlich weit mehr als 105 Plätze werden. Ja, also wir möchten uns jetzt zu dem Thema nicht weiter äußern. Es gibt schönere Themen. Falls ihr Interesse habt und Informationen wollt, geht auf die Seite des Bürgerforum Altenburger Land oder des Deutschen Zivilschutz e.V. oder nehmt mit diesen Leuten Kontakt auf. Das Bürgerforum und der Deutsche Zivilschutz e.V. sind in diesen Fragen wirklich belesen und können euch Infos geben. Die Links zu den Webseiten und den Facebook-Profilen von dem Deutschen Zivilschutz e.V. und dem Bürgerforum Altenburger Land erhaltet ihr dann in den Shownotizen. Der Link, wie gesagt, am Ende der Sendung. Nun zu einem schöneren Thema, nämlich Sportliches aus der Region. Und auch hier noch einmal ein Hinweis an die Sportler, Sportlerinnen und Verantwortlichen der Vereine. Schickt uns eure Infos und Pressemitteilungen zu. Die E-Mail-Adresse dazu lautet info@abginfo.de. Oder geht über unser Kontaktformular auf der Webseite. Wir werden natürlich alle Nachrichten nach Überprüfung gerne veröffentlichen. Auch für Bildmaterial dazu sind wir sehr dankbar. Übrigens gibt es auch eine Rubrik bei ABG Info, die lautet Verein in Altenburg. Dort könnt ihr euch mit eurem Verein kostenlos vorstellen und diesen auf den Seiten auch bewerben. Nähere Infos dazu auch in den Shownotizen. Kommen wir nun zum Sport und zwar der SV Lerchberg führt auch 2016 wieder seinen Sportabzeichentreff in der Sportart Leichtathletik in der Altenburger Skatpark Arena durch. Folgende Termine werden wieder durch den Verein angeboten. Von Mai bis September Freitag 17:30 Trainings- und Abnahmemöglichkeit des Sportabzeichens. Voranmeldung ist hier erwünscht. Der Sportabzeichentreff ist am 26.08.2016. Von 17 bis 18.30 Uhr. Ansprechpartner sind die Trainer Sina Lehmann und Bernd Heindl. Während der Schulferien wird um vorherige Terminabsprache gebeten. Die genauen Kontaktdaten für diese Meldung findet ihr dann unter dem Link zu den Shownotizen, den ich euch am Ende dieser Sendung natürlich wieder mitteilen werde. So, da bin ich wieder da nach dem Intro. Wir haben 18,5 Minuten hinter uns und nun wird es Zeit für den Polizeibericht. Dieser wird euch präsentiert von Farnfetzt, eurer Fahrschule aus dem Altenburger Land. Mit Alkohol am Steuer erwischt in Meuselwitz. Freitagabend fiel einer Polizeistreife in der Pestalozzi-Straße ein PKW Seat auf. Als dieser einer Verkehrskontrolle unterzogen wird, nahmen die Beamten bei dem 43-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahr. Eine Messung ergab einen Wert von 1,55 Promille. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus wurde der Führerschein sichergestellt. Den 43-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Auch renitente Ladendiebe gibt es in Altenburg. Am Freitagnachmittag erhielt die Polizei die Meldung, dass in einem Lebensmittelmarkt in der Kette Kollwitzstraße ein Ladendieb erwischt wurde und dieser nun von Mitarbeitern und Kunden unter heftiger Gegenwehr festgehalten wird. Dabei wurde eine 51-jährige Angestellte durch den Täter verletzt. Als die Polizei daraufhin mit mehreren Streifenwagen eintraf und den polizeibekannten 27-jährigen Täter, gegen den in diesem Markt bereits Hausverbot besteht, festnehmen wollte, wehrte dieser sich massiv dagegen, trat und schlug um sich und bespuckte die Beamten. Auf der Dienststelle
stellte sich heraus, dass er sowohl unter Drogeneinfluss stand als auch mit 2,6 Promille erheblich alkoholisiert war. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann gegen Mitternacht wieder entlassen. Gegen ihn wurden Anzeigen wegen Diebstahls, Körperverletzung, Beleidigung, Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstattet. Am Sonntag wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Gegen 10.25 Uhr befuhr ein Motorradfahrer die L1362 aus Altenburg kommt in Richtung Lumpzig. Zwischen den Ortslagen Göllnitz und Lumpzig kam ihm nach derzeitigem Stand der Ermittlung ein roter PKW mit Anhänger entgegen. Vom Anhänger fiel eine größere Gummimatte auf die Straße und kollidierte mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer. In der Folge kam der Motorradfahrer von der Straße ab und stieß gegen einen angrenzenden Zaun. Der PKW-Fahrer fuhr in Richtung Altenburg weiter und konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Der 27 Jahre alte Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen und die Straße zum Zwecke der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme für 1,5 Stunden vollgesperrt. Auch ein Einbruch wurde gemeldet. Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom Mittwoch, dem 4.5.15.30 bis Montag, den 9.5.2016, 6.30 Uhr in ein Haus im Johannesgraben ein, welches sich derzeit als zukünftiges Jugendhaus in Umbau befindet. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Objekt und entwendeten verschiedene Bauwerkzeuge wie Kettensägen, Winkelschleifer und Bohrer. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der angezeigten Straftat gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen. Und ganz frisch eingetroffen, wieder mal eine Alkoholfahrt im Straßenverkehr und diesmal in Lucca. Am 11.05. gegen 21.30 Uhr wurde in der Bahnhofstraße ein 32-jähriger Fahrer eines PKW Opel kontrolliert. Während der Kontrolle wurde Atemalkohol festgestellt. Ein freiwilliger Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,48 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die weiter fort wurde untersagt, der Führerschein vor Ort sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Und man glaubt es kaum, in Altenburg wurde eine Palme entwendet. Im Zeitraum vom 10.05. bis 11.05. wurde in der Amentestraße von der Terrasse eines Einfamilienhauses eine Palme entwendet. Durch unbekannte Täter wurde die Palme aus dem Blumentopf herausgenommen und gestohlen. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, soll sich bei der PI Altenburger Land unter 03447 4710 melden. Und dann noch eine Unfallmeldung. Ein PKW kollidierte mit einem LKW. Zu einem Verkehrsunfall kam es am 11.05. 8.40 Uhr an der Kreuzung Leipziger Straße Kauendorfer Allee. Ein 61-jähriger Fahrer eines PKW Mercedes befuhr die Leipziger Straße aus Richtung Kreisverkehr kommt in Richtung Stadt einwärts und hielt an der Ampelkreuzung bei Rot an. Ein LKW MAN kam von der Kauendorfer Allee und bog nach links in die Leipziger Straße ein. Während des Abbiegevorgangs fuhr der 21-jährige Mercedes-Fahrer trotz Rot los und kollidierte mit dem LKW. Offensichtlich hat der 61-Jährige im Augenwinkel gesehen, dass die Lichtzeichenanlage grün für die Rechtsabbieger der Leipziger Straße anzeigte und hatte dies für die gerade Ausspur assoziiert. Der 61-Jährige wurde verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Mercedes war nicht mehr vorbereitet und musste abgeschleppt werden. Soweit zu den Polizeinachrichten bei abginfo.de. Den Link zu den Shownotizen bekommt ihr dann am Ende der Sendung, wie gehabt. So langsam nähern wir uns dem Ende dieser Sendung. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gequatscht. Aber zwei Rubriken sind leider noch offen. Und ja, die möchte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Und zwar kommen wir jetzt zu den Veranstaltungstipps. Heute am 13.05. findet in der Disco Sachs die Kirschkultnacht statt. Und zwar im Mainfloor ist der DJ Fred Max und im Beach DJ Tom. Los geht's ab 22 Uhr. Und da wir ja Pfingsten haben, ein schönes langes Wochenende, viele werden sich freuen, habe ich auch noch ein Special für euch. Das Ritterturnier auf Burg Posterstein vom 14. bis 16.05. Das ist übrigens das 11. Ritterturnier. Beginn ist täglich ab 11 Uhr und ja, was erwartet die Besucher? Es gibt ein großes Ritterturnier zu Pferde, einen historischen Markt mit Händlern und vorführendem Handwerk. Historische Musik, Gaukelei und Feuerzauber, Sonnabend und Sonntag, dann der Ritt durch Feuer und Flammen. Den Link zu der Veranstaltung, wo noch ein bisschen mehr drin steht, wie gesagt in den Shownotizen. Am 15.05. um 14 Uhr lädt das Schlossmuseum wieder zu einer Führung ein. Diesmal
etwas zu der Ausstellung Aufgespielt, großes Theater auf kleinen Karten. Dieses Thema hatten wir bereits heute schon am Anfang dieser Show. Ja, und am 15.05. ab 22 Uhr geht es scharf bei der Mega 90er und 2000er Party in der Sachs-Club-Zone Schmölln. Ihr könnt feiern zu den Hits von Ace of Base, ATB, Backstreet Boys, Blümchen, Corona, Kaltschoppi, Dr. Alban. Ja, ich habe Dr. Alban damals im Flash live getroffen und ich muss sagen, richtig, richtig gut. Gigi D'Agostino, Hathaway, Kai Tressett, Labouche, selbst die waren im Flash. Mr. President, Redneck, Scooter, Scooter war auch schon in Altenburg, auch im Flash. 24/7 und so weiter und so fort. U96, das Boot, richtig, richtig geile Mucke. Ja, im Mainfloor DJ Nex und im Beach DJ Malibu. Und wer im Neon-Fummel kommt, hat bis 23.30 Uhr freien Eintritt. Und alle, die in normalen Klamotten kommen, sage ich jetzt mal so, da beträgt der Eintritt bis 23 Uhr nur 3 Euro. Und wie jeden Sonntag ab 18 Uhr ruft dann auch der Posaunenchor zum Turmblasen vom Nikolaikirchturm. So, und wir haben es jetzt gleich geschafft. Hier noch ein paar Tipps der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Altenburg. Und zwar wird es ab nächste Woche wieder zu Straßensperrungen und so weiter und so fort kommen. Und hier mal ein paar kurze Infos. Abschnitt der Bachstraße wird Einbahnstraße. Aufgrund von Suchschachtungen muss in der Johannes-Sebastian-Bachstraße im Abschnitt zwischen Gabelenzstraße und Kanalstraße eine Einbahnstraße eingerichtet werden. Dabei wird die Fahrtrichtung von der Gabelenzstraße in Richtung Kanalstraße beibehalten. Die Gegenfahrtrichtung wird über Kanalstraße und Mettinerstraße umgeleitet. Ebenfalls wird die Patitzer Straße zur Einbahnstraße. Im Auftrag der EWA beginnen am Dienstag, den 17. Mai, in der Patitzer Straße die Arbeiten zur Erneuerung der Trinkwasserleitung. Dazu ist es erforderlich, im Arbeitsstellenbereich zwischen der Thomas-Mann-Siedlung und dem Czeschwitzer Weg eine Einbahnstraßenregelung einzurichten. Der Verkehr in Richtung Czeschwitz kann in gewohnter Weise fahren und der stadteinwärts fahrende Verkehr aus Ehrenberg wird ab Czeschwitz über Mockern die Bundesstraße 93, die Zwickauer Straße, umgeleitet. Im gesamten Baustellenbereich besteht Halteverbot. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis 22. Juli andauern. Die Thomas-Münzer-Siedlung ist ebenfalls 4 Tage gesperrt. Wegen der Verlegung neuer Stromkabel muss die Kreisstraße 206 im Bereich der Thomas-Münzer-Siedlung für den Verkehr vollständig gesperrt werden. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich vom 17. Mai, das ist nächste Woche Dienstag, bis zum 20. Mai andauern. Die Umleitung zwischen Ehrenberg und Mokzig führt über die Ortslage Greibzig. Die Straßenverkehrsbehörde Altenburg bittet alle Verkehrsteilnehmer um Kenntnisnahme und Verständnis. So, jetzt sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch einige gute Informationen dalassen. Ja, alle Links zu den Infos und Nachrichten sowie zu den Veranstaltungstipps sind in den Shownotizen eingestellt. Der Link hierzu wäre www.abginfo.de Show 3. Oder besucht einfach die Seite und geht im Menü unter ABG Info On Air. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch wunderschöne Pfingsten. Ach ja, und jetzt noch ein Tipp zu Pfingsten. In Leipzig findet das WTG statt und dort tritt auch Dark Empire auf. Besucht einfach die Webseite der Band www.darkempireband.com. Dort findet ihr nähere Infos. Alles klar, vielen Dank. Tschüss. It's the summer highlight.